Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen. Wir sind hier im Fighting Studio bei München und neben mir sitzt eine absolute Legende des deutschen Kampfsports und Andreas Kraniotakis. Gemeint ist natürlich der großartige Mert Özyurte, dem ehemaliger NFC Champion, und der hat einen riesen Kampf vor sich gegen Pantelej Taran bei der NFC The Cage Fight Night am 29.07. Und wir werden heute mit dir sprechen über den Kampf, über deinen Trip in Vegas, über den letzten Kampf gegen Koga und vieles, vieles mehr. Das wird ein interessanter Tag, oder? Wird auf jeden Fall ein spannendes Gespräch, denn gefühlt habe ich mit dir gar nicht mehr gesprochen nach dem Koga-Kampf. Das stimmt, ja. Und ja, bin einfach froh, mal so ein bisschen dir auf den Zahn zu fühlen und auch ein bisschen Feeling für dich zu bekommen. Was müssen wir wissen? Je nachdem, was ihr wissen wollt, könnt ihr mich fragen. Ich beantworte die Fragen. Yeah. Ist auf jeden Fall sehr viel passiert, yeah, in der letzten Zeit, auch nach dem Fight. Man hat seine Tiefs gehabt, man hat seine Ups gehabt, man hat mal ein bisschen Abstand gebraucht, aber da gehe ich gerne ein bisschen detaillierter drauf ein. Das ist gut, weil die Zeit dafür haben wir heute. Wir haben ja schon mal kurz gesprochen vor, ich glaube, 2 Wochen, 3 Wochen per Skype, auch im Schlagwort-Podcast damals. Und da warst du gerade in Vegas. Ja. Mit einem deiner Teamkollegen. Erzähl erst mal, wie ist das gelaufen? Teuflische Stadt einfach nur. Hat mir nicht gefallen. Ich bin sehr anfällig für solche Sachen wie in Vegas. Aber der Trip mit Dennis war echt cool. Also Dennis als Person dann auch mal dort näher kennenzulernen, weil er ist ja aus der Ukraine zu uns geflüchtet. Sag gerne den vollen Namen auch für alle. Dennis Bondar heißt er und ist selber UFC-Kämpfer. Kämpft in der Flyweight Division, also bei 57 Kilo. Und ist aus der Ukraine zu uns gekommen. Und war natürlich damals auch so ein bisschen kühl, sag ich mal. Also wenn man sowieso von Leuten aus dem Osten und dann noch aus dem Krieg geflohen, ist so oder so ein bisschen kühler. Aber ist echt mit uns im Gym aufgetaut und dann da ihn noch mal ein bisschen näher kennenzulernen, wie tickt der, wie ist er überhaupt drauf, war auch sowieso cool. Und es war halt Las Vegas, so die Stadt der Sünde, sag ich mal. Welche Sünden haben es dir besonders angetan? Die Spielsünde. Das mal nie wieder, nie wieder. Ich habe gemerkt, ich bin sehr anfällig für sowas. Ich habe hier in Deutschland noch nie gespielt und es war... Also kein Merkur, Sizzling Hot? Nein, also vielleicht mal so beim Vorbeigehen, wenn du 20 Cent in der Tasche hattest, dann hast du mal aber so wirklich mal hingehen und dann irgendwie einen Schein oder so rein, noch nie in meinem Leben. Und das war das erste Mal, da haben wir gesagt, ja komm, wir setzen uns dahin, wir spielen mal zusammen. Das war so der dritte Tag. Da habe ich gesagt, komm, okay, dann haben wir einen 100er genommen beide, eingezahlt und ich habe am ersten Abend $700 gewonnen. Und dann habe ich es wirklich geschafft, einfach das über die Tage so zu verzocken, dass ich am Ende sogar noch mein eigenes Geld verzockt habe. Also als wir uns unterhalten hatten in diesem Call da vor ein paar Wochen, da warst du, glaube ich, bei minus 800, wenn ich da richtig das... Also 700 hatte ich gewonnen gehabt, ja, genau, und dann habe ich 800 verzockt. Also ich habe 100. Also unterm Strich minus 800? Oder nein, minus, unterm Strich hatte ich minus 100. Minus 100. Und dabei ist es geblieben oder kam da noch was? Nein, drauf? Das war alles. Dann war das echt schon alles. Du hast aber gerade noch was anderes erzählt. Das ist für mich echt, das ist für mich schon viel Geld, ich weiß nicht. Also $800, ja. Ich rechne halt so, wenn das Geld in meiner Tasche ist, dann ist es mein Geld. Okay, wenn ich das verzocke, dann ist es auch mein Geld. So rechnet Vegas nicht. Nein, das so rechne ich und deswegen. Aber von einem alten Zocker, nochmal wichtig, was war denn so der Teufel deiner Wahl? Was hast du gespielt? Blackjack. Oh. Ich habe durchgehend Blackjack gespielt. Das ist auch so ziemlich einer der wenigen Spiele, die ich so verstehe. Ja. Aber am Anfang, wenn man gewonnen hat, hat man sich gedacht, ich glaube, bei Blackjack kann man gar nicht verlieren. So, und dann habe ich irgendwann gecheckt, die Bank hat ja viel mehr Vorteile als du. A, die erste Karte ist verdeckt. B, sie zieht sozusagen als letztes, nachdem sie sieht, wer alles schon rausgeflogen. Also alles mögliche, hat ja nur Vorteile. Ist mir aber erst aufgefallen, nachdem ich alles verloren habe. Ja, Vegas ist ja nicht umsonst so groß und hell und leuchtend und hat so viele schöne Hotels. Diese Hotel, diese Anlagen, die sind einfach dafür gemacht, dass man Zeit und Gefühl für alles verliert. Keine Fenster. Genau, es ist immer Klimaanlage an, es ist immer kühl, keine Fenster, du weißt nicht, wie viel Uhr es ist. So, wir am letzten Abend sind wir wirklich um 1, also da hat der Kollege auch den Kampf verloren. Wir sind um 1 ins Casino gegangen und sind erst 7.30 Uhr heimgegangen. Also 7.30 Uhr hoch, wieder ins Zimmer und zum Schlafen. Und wir haben es gar nicht gemerkt, dass wir 6,5 Stunden gespielt haben. Dann sind aber 700 Euro weg eigentlich noch eine ganz gute Bilanz, muss ich mal sagen. Ne? Der Kollege meinte auch, nach diesem Abend werden sich alle erstmal für 1-2 Wochen an mich erinnern. Weil ich da getan habe, als ob ich Pablo Escobar wäre und habe jedem $20 zugesteckt und jedem 20er gegeben, dass er noch eine Runde spielen kann. Aber er war doch noch im Stripclub. Nein, das nicht. Das kann man ja auch in Vegas machen, habe ich gehört. Weiß ich nicht. Dann hast du
bessere Kontakte als ich. Ich habe nur die Werbespots gesehen. Okay, okay. Aber du sagst, dein Teamkollege Dennis hat seinen Kampf in der UFC leider verloren. Welche Card war das und wie ist der Kampf gelaufen? Das waren die Prelims. Das war Vettori gegen Cannonier bei der Fight Night. Und der Kampf lief okay. So in der ersten Runde ein paar zu viele lockere Jabs halt eingesteckt. Das war auch so eigentlich so wie der Schlüssel zum Erfolg von dem Gegner. Der hat sehr, sehr locker geschlagen und Dennis war, wenn er geschlagen hat, dann hat er voll ausgeholt und hätte ihn so getroffen, wäre er sicher K.O. gegangen, aber so jemanden zu treffen ist halt schwierig. Und so hat der Gegner die ganze Zeit gepunktet und es war eigentlich ziemlich klar schon in der dritten Runde, dass er punktemäßig verlieren wird und dann ist in den letzten 10 Sekunden, für alle, die es nicht gesehen haben, nochmal so passiert, der Gegner hat Dennis ausgehoben und ist mit seinem Kopf auf, also gegen Köpfe haben sich angeschlagen beim Takedown. Und da war Dennis schon K.O. und hatte noch ein paar Ellenbogen bekommen, dann wurde es als K.O. sozusagen gewertet, aber hinterher bei der Videoanalyse kam raus, dass er mit dem Kopf getroffen hat und deswegen wurde es als Technical Decision wurde es dann gemacht, sodass die 10 Sekunden nicht werten, alle anderen Runden passen und die Runde wird nochmal so bis zu dieser Aktion nochmal gewertet. Und da haben wir halt verloren, das war schon ziemlich sicher. Wir waren da zu einseitig. Dennis meinte auch, hey, eure Tipps, die ihr mir gegeben habt, dass ich locker schlagen soll und so. Er hat gesagt, die sind einfach die Gefühle mit ihm durchgegangen. Und er hat auch in dem Kampf sehr viel so Sachen gemacht, wo er, ich sag mal, auf cool gemacht hat. Zum Beispiel war ich jetzt einen Haken ausgewichen und dann mal so gemacht, wie, hey, wo hast du den hingeschlagen und sowas. Und er sagt, hey, ich mach das nicht für die anderen Leute, um irgendwie cool rüberzukommen. Ich mach das, weil ich das in diesem Moment einfach spüre und ich will so sein und ich bin so und deswegen ist es so. Und deswegen konnte er halt auch null umsetzen, was wir gesagt haben, weil er sich einfach komplett von seinen Gefühlen leiten lassen hat an diesem Abend. Und den Fehler hat er sich auch da eingesehen. Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Stichwort. Ich glaube, das ist auch sehr gut sein kann und auch hilfreich als Kämpfer, die Perspektive zu wechseln zwischendurch. Du warst ja da als Betreuer, als Coach. Ja. Und würdest du sagen, dass diese Erfahrung was Besonderes für dich war? Wie oft warst du schon bei der UFC dabei in dieser Rolle? Hast du da was mitgenommen? Das würde mich nochmal interessieren. Also ich muss ehrlich sagen, ich war begeistert von der UFC und ich habe auch danach sofort in die Gruppen geschrieben, wo ich mit drin bin, wo wir mit den ganzen Wettkämpfern sind. Von jedem Wettkämpfer ist ja so mehr oder weniger das Ziel, in die UFC zu kommen. Und der Weg dahin ist ja richtig steinig und schwer und man verdient am Anfang eigentlich gar kein Geld, wenn man das so sagen darf. Und ich habe echt gesagt, hey Jungs, glaub mir, das Endprodukt, was sich jeder da erwünscht, ist so geil, der Weg ist sogar noch nicht mal, also es ist mehr Anstrengung wert sogar. Das war so cool, das ist alles so perfekt durchgetaktet, das ist alles so professionell, das ist alles auch in der Halle, ist da auf einmal schon so eine Energie drin, die kann man anfassen irgendwie. Und es war alles so cool und das dann auch mal als live zu sehen, das war das allererste für mich, das allererste Mal. Und das einfach mal live zu sehen, dort drin zu stehen, das was du eigentlich tausende Male in jeder Fight Night, in jeder UFC 280, 70 oder was auch immer, den Cage hin oder gesehen hast, richtig, richtig inspirierend und motivierend auch für mich gewesen. Also ich war wirklich so, ich war nach dem Koga-Kampf, das nehme ich euch jetzt schon ein bisschen weg, war ich wirklich in einem Loch so. Ich hatte keine Lust mehr auf Training, so sich selber gefragt, hey, warum tue ich mir das überhaupt an? Ich habe studiert, ich habe einen Master gemacht, ich kann in anderen Bereichen viel mehr Geld verdienen, wie mir irgendwie auf die Fresse hauen zu lassen und dann da halt so Geld zu verdienen. Und dann aber, als ich dann in die UFC gegangen bin und das mal gesehen habe und dort mal das alles miterlebt habe, war ich so, hey, ich muss es schaffen. Ich muss es unbedingt schaffen, ich muss hier auch rein, ich muss nochmal die Zähne zusammenbeißen und einfach einen neuen Run starten. So, das war... Also war tatsächlich das der auslösende Moment? Der wirklich dort, hast, ich, ja. Ich versuch's nochmal. Und ich würde sogar sagen, das war dort, wo wir mit Dennis eingelaufen sind. Also da lief seine Musik, er ist eingelaufen und du läufst ja als Coach dann direkt mit hinten dran und hast dir gedacht, boah, das fühlt sich also so cool hier an. So, das war ein ganz anderes Gefühl. Und dann hat mich das echt nochmal gepackt, nochmal richtig motiviert. Ihr seht es nicht, aber er hat gerade ganz laut, während er spricht. Das ist krass. Nur weil es kalt ist hier. Kann man sagen, du hast dich neu verliebt in den Sport? Ich muss echt sagen, ja, schon. Also, weil danach ist es ja wie man kriegt halt ein bisschen Ekel. Man trainiert so lange auf den Kampf hin, man arbeitet so lange, und ihr wisst, ich stecke dann immer auch alles zurück. Also ich mache es mir auch selber schwerer, habe ich auch gemerkt, als es eigentlich sein muss.
so mit dem ganzen Training und Samstag ist mal eine Geburtstagsfeier und ich sage, nö, ich komme da nicht, weil ich muss mich regenerieren oder irgendwie sowas. Das habe ich mir auch viel zu hart, finde ich immer, mich selber vor Gericht genommen. Klar hat mich das auch dahin gebracht, wo ich heute stehe, aber andererseits glaube ich auch, dass das anders auch möglich ist. Und also das habe ich auch. Jetzt anders machen? Ich würde es jetzt anders machen. Ja, ich nehme es auch gar nicht mehr so hart. Ich gehe auch samstags mal einen Burger essen oder hau mir dann auch 2-3 Tafeln Schokolade rein. Denke mir, das ist halb so wild, solange mein Gewicht passt, es wird die Performance schon passen. Dass irgendwie nicht meine Performance, sage ich mal, aus Kampfsportsicht daran scheitert, dass ich mal eine Tafel Schokolade esse. So, das war früher so fest in meinem Kopf verankert, dass es wirklich so ist. Also ich glaube ja ohnehin, dass man sich ab und zu mal was gönnen muss, wie man sieht, aber trotzdem gestatt mir die Frage, bisher war ja diese Akribie und diese Disziplin und dieser Fleiß und dieses, er ist der Erste im Gym und der Letzte, der abends zuschließt und so weiter, eigentlich das, was dich ja ausgemacht hat. Das war ja das, was eigentlich deine Stärke war. Ja. Ne? Also das, was vielleicht am anderen Ende ein bisschen gefehlt hat, da kommen wir gleich noch drauf, dieses vielleicht Killerinstinkt mental und so weiter, haben wir auch lange drüber gesprochen, das hast du ja wettgemacht durch Fleiß. Durch Arbeit, auf dich war immer Verlass, du warst immer da. Wenn das jetzt ein bisschen schleift, glaubst du, dass das ein Problem wäre? Also ich bin fast der Meinung, ich merke jetzt zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so viel trainiere, kann ich im Training, also im Sparring jetzt gesehen, nicht im Training, im Sparring, viel mehr das abrufen, was ich zum Beispiel gestern gemacht habe. Weil irgendwie mein Kopf fühlt sich viel frischer an. Und es ist auch nicht mehr so, ich gehe ins Sparring, weil das waren wirklich die letzten Male so, wenn du schon so abgeschliffen bist an dem Donnerstag, dann bist du ins Sparring gegangen und nicht gesagt, jawohl, jetzt kann ich mich mit ein paar Jungs prügeln, sondern das war so, boah, ich hoffe, ich überstehe das jetzt einfach und dann kann ich wieder heimgehen. So war eher. Und jetzt ist eher immer so, dass ich zu diesen Sparringseinheiten mit viel mehr Energie gehe und ich habe richtig Bock drauf, so zum Teil auch getroffen zu werden und zum Teil auch selber zu treffen. Das ist ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Energie. Ich würde nicht körperlich sagen. Körperlich muss ich sagen, fühle ich mich dann unfitter ein bisschen. Also je nachdem, wenn ich Pause gemacht habe, aber ich fühle mich so gesehen unfitter. Aber vom Kopf her fühle ich mich viel frischer. Und ich denke, da die Mitte muss ich finden. So wie eigentlich bei allem im Leben. So die Mitte ist immer der richtige Schlüssel. So dieses ganz Extreme ist eigentlich nie das Gute. Aber das muss ich auch im USCPI lernen. Als ich dann wirklich dort die Champs gesehen habe, wie Jamal Hill oder Aljamain Sterling und ich die gar nicht erkannt habe, weil die einfach so dick sind, also so, du, jetzt so wie du die auf den Bildern gesehen hast, da sind ja ein paar Bilder gekommen, so, was so ein bisschen schockierend sein sollte und die sahen wirklich so aus, ich habe die nicht erkannt und ich musste immer Dennis fragen, hey, der kommt mir irgendwie bekannt vor, wer ist das? Dann sagt er, das ist Jamal Hill und er sieht da aus wie... Ja, wie wenn man so einen Trainer hat. Yeah, ich wollte es nicht sagen. Marc, nein, du siehst wirklich noch sehr gut aus. Weil ich nämlich aussehe wie 2 Meter großer Schwarzer. Der hat wirklich einen riesen Bauch gehabt. Also wirklich, der sah eher aus wie ein Trainer, der schon aufgehört hat zu kämpfen und den Leuten eigentlich da Tratzen hält. So, das habe ich ihn auch gehalten. Ich glaube, es ist immer die Dosis macht das Gift, sagt man ja. Und was als Kämpfer sehr leicht passieren kann, ist diese Idee von, ich muss natürlich auf der einen Seite Entbehrungen haben in meinem Leben, die Partys, auf die ich nicht gehe, weil ich mich regenerieren will, das Essen, das ich nicht esse, weil ich clean essen möchte und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist das aber nicht das Einzige, was den Erfolg ausmacht. Und man kann, das ist nicht die Stellschraube, wo man sagt, wenn ich mehr leide, werde ich besser, sondern genau. Ich muss so viel leiden, wie ich leiden muss, um das machen zu können. Aber wenn ich dann mehr leide, werde ich nicht besser, sondern im Gegenteil, dann irgendwann ab einem gewissen Maß an Leid werde ich eigentlich schlechter, weil es ist ja auch für den Kopf mal gut zu wissen, so, oh, jetzt beiße ich mal in meinen Burger oder jetzt habe ich mal den Abend frei, um dann eben aufzuspielen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt mal aus einer ganz persönlichen Perspektive schildern kann, habe ich natürlich auch mit ein bisschen Sorge auf deine letzten Performances geguckt. Das darf ich, glaube ich, so sagen. Natürlich, weil, ich selber. Ja, nachvollziehbarerweise, weil du ja auch in einigen deiner letzten Kämpfe einfach unter dem geblieben bist, was wir alle von dir erwartet haben und was wir auch wissen, was du kannst. Und darüber haben sich Marc und ich auch schon viel unterhalten. Letzten Endes sind wir uns da einig, dass es eigentlich alles hier oben stattfindet. Dass das nichts damit zu tun hat, ob du nicht genug Ausdauer hast, nicht genug Technik hast, nicht genug Kraft hast. Das sind alles Dinge, die da kann man dir blind zusagen. Also ist die Frage, wie kriegt man die PS auf die Straße? Und eine Sache war für mich klar, da muss sich was verändern. Ja. Und so wie du jetzt gerade hier in das Gespräch kommst, habe ich den ernsthaften Eindruck, dass sich was verändert hat. Und zwar auf die richtige Art. Nämlich Leidenschaft ist wieder da, weil ich den Eindruck habe, du hast wieder eine Idee, wofür mache ich das Ganze. Du hast den Topf am Ende des Regenbogens nochmal gesehen. Und wie genau
verändert das denn jetzt deinen Alltag? Hast du das an konkreten Beispielen? Kannst du das festmachen? Ich kann echt am konkreten Beispiel sagen, ich habe viel mehr Zeit auf einmal. Dadurch, dass ich nicht jede freie Sekunde im Gym, ich trainiere meine zweimal, an manchen Tagen, zum Beispiel an einem Mittwoch trainiere ich sogar nur einmal. So, das war aber für mich, das war wirklich, ich wollte gerade sagen, jeder andere würde sagen, ist doch ganz normal, so, ich trainiere immer nur einmal und ich bin Profisportler. So, aber das einmal ist für mich unvorstellbar gewesen, weil eigentlich habe ich Montag viermal trainiert und dann am Dienstag schon dreimal und an dem Mittwoch habe ich eigentlich schon dann das Pensum gehabt, was Leute in der Woche trainieren. So, das war für mich eher normal und auf einmal habe ich so viel Freizeit und ich bin auch irgendwie an dem Donnerstag noch extrem energiegeladen. So, das ist alles komplett anders und was ich halt wirklich sagen muss, ist, ich bekomme wieder Bock. So, ich sehe das immer so, wenn man im Übertraining ist und ins Sparring geht, dann ist dein erster Gedanke immer, boah, ich habe gar keinen Bock, geschlagen zu werden. Und bei mir ist es jetzt echt so, wenn ich ins Training gehe, ist es so, hey, es macht mir überhaupt kein bisschen aus, dann trifft er mich halt. Hauptsache, ich treffe ihn doppelt so hart zurück. So, das ist jetzt so an sich. Wie es sein sollte. Genau, wie es sein sollte. So ist es in meinem Gedanken jetzt schon. Und dadurch sehe ich auch schon, ich bin, was das angeht, auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und ich wünsche, ich hätte es schon vorher gemacht, aber hinterher ist man... immer schlauer. Wir unterhalten uns ja im Prinzip seit diesem ersten Kampf gegen Jano Ahrens, ich habe das ja vor mir, es war im Juli 21, also es ist jetzt genau 2 Jahre her, unterhalten wir uns ja immer wieder nach den Kämpfen drüber, wenn es mal nicht so glatt gelaufen ist, dass du sagst, mir fehlt so dieses 1%, dieser Killerinstinkt, so du sagst, ich kann es nicht greifen, aber das fehlt mir, ich muss es finden. Und irgendwann haben wir dir diesen Evil Mert verpasst, dass du den Evil Mert suchst. Und jetzt gab es diesen Build-up mit Koga, wo es darum ging, ob du den Kampf wegen einer Hochzeit ablehst oder dass du nicht da war und mit der Schulter und was weiß ich. Und man hat gemerkt, der Evil Mert ist da, du warst böse und trotzdem war es nicht das, was gefehlt hat. Es war vielleicht am Ende nicht der Evil Mert, der gefehlt hat, sondern vielleicht braucht es eher den entspannten Mert. Den, der mal einen Schritt zurück macht. Weißt du? Damit die Energie plötzlich wieder da ist oder damit der Bock plötzlich da ist. Vielleicht war das Puzzlestück, was gefehlt hat. Weil ich meine, jeder, der in diesen Käfig steckt, der ist so oder so evil. Ja, Der haut einen so oder so um. Also, das glaube ich ehrlich auch. Aber bei dem Koga-Kampf muss ich speziell nochmal sagen, das war ja echt auch so viel. Also, das verstehen vielleicht viele auch gar nicht, aber da ist so viel medialer Druck. Dann jeden Tag 1, 2 dumme Nachrichten, die du liest. Es häuft sich an, dann über einen Monat, wenn man jeden Tag 3 dumme Nachrichten liest, also 90 in einem Monat. Das ist wirklich, und das war so, ungefähr in diese Schiene ging es schon. Immer irgendeinen dummen Kommentar gelesen, einen dummen Post gelesen, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, was heißt, ich fasse dieses Instagram nicht mehr an, weil es geht mir schon auf den Sack ein bisschen. Und dann habe ich das da versucht, aber das sind ja alles dann überall so 2, 3 Tröpfchen, die das Fass einfach voll machen. Und du gar keine irgendwie Anspannung bekommst. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht gefühlt. Manche haben gesagt, ja, du machst einen angespannteren Eindruck. Manche haben gesagt, nee, du bist so wie immer. Ich habe es auch selber nicht gefühlt. Aber die Performance, das war ja wie wenn ich, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte neben mir gestanden. So, wenn ich diesen Kampf anschaue. Wie als ob, da ist der Körper und ich stehe 2 Meter nebendran und schaue mal so ein bisschen zu, was der jetzt macht. Mhm. Der Körper ohne Geist. So hat sich das für mich angefühlt und vielleicht war es doch die, also ich sage, ich habe ja zu dir gesagt, ich mag das nicht vorher schon zu sagen, das war wegen dem, das war wegen dem. Ich weiß es nicht, ich weiß immer noch nicht genau, wegen was es war, aber vielleicht war es echt einfach eine zu große Nummer, sag ich mal. Einfach zu große Bühne, zu viel medialer Druck, zu viele Leute, die einem dann die ganze Zeit schreiben, sei es Glückwünsche oder irgendwie viel Erfolg oder auch einfach nur was Dummes. Mhm. So. Vielleicht hat mich das doch ein bisschen erdrückt, weiß nicht. Man müsste es nochmal machen, dass man echt sagen kann, ey, ich habe daraus gelernt, ich lasse es jetzt nicht an mich ran und dann mal schauen, wie das Ergebnis wird, aber... Ihr habt Bock auf Beef? Ich hab's euch gesagt, Mann, der hat was mir gehört! Meins! Ab jetzt ist Primetime bei Kreuzers und NFC. Pound for Pound, das beste Fleisch, Fisch, Gemüse mit einem Angebot, das reinhaut. Oh! Wunderbar! Mit dem Code MMA gibt es die Prime-Mitgliedschaft im Wert von 99 Euro komplett umsonst. Als ob mir gleich die Tränen kommen. Als Prime-Mitglied bekommt ihr bei Kreuzers dauerhaft 20% auf alle Lebensmittel. Kreuzers und NFC, das perfekte Matchup. Also ab auf kreuzers.eu, Code MMA eingeben und zuschlagen. Und Kakarov ist abgeklingelt! Was man ja nicht unterschätzen darf, ist, du kannst 100 positive Kommentare lesen und das ist der eine dabei, der scheiße ist und das ist der über den man nochmal nachdenkt, bevor man einschläft. Und wenn du dann 2, 3 am Tag hast, dann kann das schon auch was mit dir machen. Das heißt, auch da, obwohl du ja erfahren bist im Cage,
war das nochmal eine neue Erfahrung. Auf jeden Fall. Du hast jetzt einen weiteren Main Event vor der Brust, der, so fair wollen wir sein, findet auf einer richtig geilen Bühne statt. Aber der mediale Druck, die Aufmerksamkeit ist ein bisschen weniger als vorher. Mein Max Koga ist auch einfach einer der Stars in Deutschland. Auch die Bühne, die da in Dortmund war, die Halle, das war schon was Großes. Wie gehst du denn jetzt mit dieser Herausforderung um? Denn auch in Magdeburg, die Seebühne, das wird was sehr Besonderes sein. Panther de Taran ist ein richtig grimmiger Zeitgenosse. Auch der, den muss man ernst nehmen. Was machst du jetzt im Vorfeld dieses Kampfes und was machst du vor allen Dingen anders für die Leute da draußen, die sich jetzt fragen, so hey, wie geht's mit Mehrt weiter? Also im Vorfeld zu diesem Kampf mache ich es halt natürlich so, wie ich es schon gesagt habe, ich nehme es ernst, aber nicht mehr zu ernst. Also weil man kann auch wirklich was zu ernst nehmen. Und das mache ich nicht mehr so. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich seit langem das erste Mal wieder Bock habe. Also ich weiß noch, wo ich richtig Bock hatte, das war, wo Ehrens gegen Koga gekämpft hat und Koga ausgenockt hat. Dann war ich, hey, er hat ihn ausgenockt und ich hatte mit Ehrens so einen knappen Kampf, ich hole mir diesen Titel. Und dann hatte ich so eine Energie, dass sich das im Kampf so wieder bemerkbar gemacht hat. Und diese Energie, die spüre ich jetzt auch gerade wieder. Also ich habe so wieder Bock, ich habe, wie gesagt, Bock zu schlagen, ich habe Bock geschlagen zu werden, ich habe Bock was einzustecken. Das war bei den letzten Kämpfen eher immer weniger so ein bisschen der Fall. So, das war nicht ganz so. Und von dem medialen Druck, so wie du es schon gesagt hast, der ist jetzt nicht mehr ganz so groß. Der Gegner ist trotzdem ernstzunehmend, aber ich nehme mir das einfach nicht mehr zu Herzen. Das habe ich auch bei diesem UFC dort gelernt. Im Endeffekt, es ist mein Leben, es ist alles andere auch drumherum, aber im Endeffekt ist es auch nur Sport. So, wenn man das so sieht. Und ich habe das dort gelernt in der UFC, wie die Jungs dort mit ihren Niederlagen umgehen. Es war wirklich so, der hat verloren und du hast ihn auf einmal trotzdem in der Disco gesehen, wie er abgedanzt hat. Und es war so, ist doch, also klar, ist schade, ist blöd für meine Karriere, aber es ist ja nur ein Kampf also gewesen. Warst du in der Disco? Es geht weiter. Nein. Ich habe gesehen. Also den reingesehen? Ja, natürlich. Ich habe von draußen gesehen. Natürlich. Mann, schneid mal raus. Du musst aufhören damit, schneid mir raus. Ja, aber ja, genau. Genau, das ist mir einfach nicht mehr zu sehr selber zu viel Druck zu machen. So gehe ich an die Sache ran. Weil ich glaube, dass ich eigentlich, wenn ich im Training bin und mir wird irgendwas gezeigt, was aus dem Boxen, irgendwie, was weiß ich, Passgang, Kreuzgang oder irgendwelche verrückteren Techniken, ich kriege sofort alles auf dem ersten Mal hin. Das heißt, es scheitert nicht irgendwie daran, dass ich etwas nicht kann. So, das sagt auch Peter jedes Mal, hey, du bist ein technisch sauberer Boxer, wenn ich das mache, wird jeder Boxer eigentlich sagen, hey, das sieht technisch sehr sauber aus, wenn ich das jetzt nicht unbedingt im Kampf mache. So, ich bin ein guter Grappler, ich bin ein guter Ringer. Und Peter sagt, bei dir ist eigentlich eher immer die Einstellung dieser drei Sachen. Im Kampf setzt du manchmal das eine ein, obwohl du das hättest das andere einsetzen sollen. Oder du setzt hier das Falsche ein. Und das sind immer so ein bisschen so falschere Entscheidungen. Was ich aber glaube, das kommt damit, dass ich mir einfach viel zu viel Druck mache. So, weil der Mehrt im Training, so, da müsst ihr echt mal vorbeikommen, mal eine Trainingseinheit vielleicht im Sparringfilm, der ist viel kreativer, der ist viel explosiver, der traut sich viel mehr. So, und sobald es in den Kampf geht, ist auf einmal eine Anspannung da, ich möchte mich nicht mehr trauen, weil ich habe Angst, dass ich getroffen werden könnte und. Und diese Anspannung baut sich nur dadurch auf, dass ich halt 10-mal in der Woche trainiere oder 20-mal in der Woche und das sich dann zum Kampf hin häuft und ich mir selber sage, hey, jetzt darfst du auf keinen Fall verlieren, du hast so viel Zeit da rein investiert, jetzt muss es abgehen. So, aber dass es abgeht, sage ich mir auch, wenn ich nicht so viel trainiert hätte, mit weniger Druck. Ja. So, das ist so meine Erkenntnis gewesen, die ich da wirklich, ja, die ich bei diesem Kampf jetzt umsetzen muss und auch mache. Und wenn Peter sagt, du beherrschst sozusagen alle einzelnen Tools, super, es mangelt nur oder es scheitert am Ende an der richtigen Einstellung, wann du was, wie viel machst und wie viel du es einsetzt. Ich meine, wie wird das dann in diesem Kampf jetzt aussehen? Denn ihr seid ja zwei Kämpfer, die, was das Skillset angeht, sich relativ ähnlich sind. Beide gute Ringerbase, beide haben Bock, sich zu hauen. Die das aber vom Stil her unterschiedlich umsetzen. Er ist eher so ein bisschen impulsiv, hitzköpfig, ein bisschen grober, hölzerner vielleicht. Du eher ein bisschen technischer und so weiter. Auf was wirst du denn dann setzen? Eigentlich hast du es gerade schon perfekt erläutert, Marc. Das ist wirklich darauf.
Also ich weiß, dass er ein Brawler ist, dass er sehr gerne den Infight sucht. Und ich kann das eigentlich ziemlich gut mit dem Auspumpen und immer nur wieder reinstechen. So, das wird dann auf jeden Fall in diesem Fall mein Gameplan sein. Diesmal werde ich es natürlich nicht so wie bei Sufiev machen, dass ich irgendwie gar keine Takedown-Defense oder irgendwelche Get-Ups übe. Und das ist jetzt Teil meiner Routine, meines Trainings. Und dann einfach perfekt halt in den Kampf abgestimmt reingehen und abrufen. Das ist dann... Wo siehst du denn die größten Stärken? Ich würde schon fast sagen, dass ich bei ihm oder bei mir... Sowohl als auch. Also ich würde bei Pantelei echt sagen, es ist wirklich sein Ringen. Sein Ringen, seine Physis. Ich glaube schon, dass er nochmal, also auch wenn ich kräftig bin, stark bin, dass er wirklich da nochmal eine andere Stärke vielleicht hat. Aber ich versuche diesen Kampf einfach im Stand zu gestalten, viel meine Explosivität auszunutzen und auch ein bisschen mehr mein Auge zu nutzen, weil ich glaube, da habe ich die besseren Attribute als er. Jetzt hast du vorhin in so einem Halbsatz irgendwie gesagt, der Druck damals bei Koga und so, der war so groß, wäre jetzt vielleicht irgendwie anders, jetzt müsste man nochmal machen. Mhm. Im Halbsatz. Genau so hast du es gesagt. So, jetzt ist der Kampf natürlich in Magdeburg am 29.07. Ja. Ein Kampf von zwei Top-Federgewichten, Top-10-Federgewichten. Du bist die 5, er ist, glaube ich, die 8 oder die 9, ich muss jetzt lügen. Das heißt, wenn du das Ding gewinnst, dann bist du ja schon wieder in the mix, wie man so schön sagt. Ne? Und ich weiß, dass Koga zum Beispiel im Dezember auch wieder kämpfen möchte und so. Wäre das was dich interessiert? Boah, extrem. Also ich bin halt immer, das ist jetzt von den Fans aus gesehen, halt immer so eine Sicht, man kann nicht irgendwie über einen Titelkampf reden, wenn man zweimal verloren hat. So, und das schämt, also ehrlich, da bin ich ein bisschen wehmütig. Ja, aber Titel gegen John Evans gewonnen, davor zweimal verloren. Ja. Also das ist doch, das finde ich ist... Da bin ich halt immer vorsichtig, da bin ich wehmütig, glaube ich, sagt man. Dann sage ich mir eher immer, hey, wenn ich die Chance bekomme, ich nehme sie sofort an. So, ich bin sofort wieder für den Kampf da, ich würde einiges anders machen. Ich würde gar nicht mehr mit diesem Gefühl reingehen, dass ich dagegen etwas Größeres stehe, sondern ich stehe im Endeffekt gegen einen Menschen mit zwei Armen, zwei Beinen, egal wie groß der mediale Druck da auch ist. Ich würde das so angehen, also ich würde es auf jeden Fall annehmen, aber ich bin keiner, der sofort nach einem Sieg rufen würde, hey Max Koga, wo bist du? Ich will meinen Titel zurückholen. Das wäre irgendwie, finde ich, nicht angebracht. Ich finde, ich brauche da schon ein, zwei, drei Kämpfe. Also, aber wenn ich ihn wirklich nach dem nächsten Kampf, nach dem nächsten Sieg bekomme, ich nehme ihn sofort an und können im Dezember gerne nochmal ein Tänzchen tanzen. Habe ich extrem Lust drauf. Tja, jetzt muss aber erstmal der nächste Kampf bewältigt werden. Wie geht der denn aus? Der nächste Kampf geht mit einem Sieg für mich aus. Ich möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ich bin nie so einer, der sagt, ah, ich werde ihn K.O. hauen, ich werde das da machen. Ich will mir auch vorher gar keinen Druck machen. So, das kommen, was kommen wird. Ich werde versuchen, den Kampf aber im Stand zu gestalten. Ich werde versuchen, die Takedowns nur also zu meiden und das wieder im Stand zu halten. Und wenn ich das kriege, dann wird auch meine Rechnung aufgehen. Jetzt haben wir quasi nicht den Evil Mert hier sitzen, sondern die nächste Reinkarnation, den Easy Mert oder den Mellow Mert oder ich weiß es gar nicht genau, also den, der sozusagen alles ein bisschen lockerer angeht und ich sehe es genau wie du. Also ich finde, man merkt es irgendwie so, du versprühst so eine, ich meine, du bist ja immer schon eine Frohnatur gewesen, aber du versprühst irgendwie so eine neue Motivation und so und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und wenn du sagst und sogar eine Gänsehaut beim Gedanken daran bekommst, das Ziel ist die UFC, ganz klar. Also das hast du dort nochmal gesehen in Vegas, da im Apex und dafür machst du das alles. Wohin oder was passiert, wenn es mit der UFC nicht klappt? Oder ist das zwingend das Ziel? Ich frage deshalb, nicht um schwarz zu malen, das meine ich damit gar nicht, sondern wir haben uns neulich mit Niklas Stolze unterhalten, der ja schon dort war, weißt du, der dort drei Kämpfe gemacht hat, zum Teil super performt hat und so, der aber zurückgekommen ist, total desillusioniert und gesagt hat, Gott, ist super da und so, ist sicherlich die größte Liga, brauchen wir nicht uns unterhalten und ich würde da auch wieder hingehen. Aber wenn ich da nie wieder hinkomme, geht die Welt auch nicht unter. Dann verdiene ich halt mein Geld bei Octagon oder gehe hierhin oder gehe dahin oder was weiß ich. Weil es gibt ja auch andere Adressen. Ist die UFC für dich dieses Nonplusultra, das muss es sein? Und wenn das nichts wird, hänge ich die Handschuhe doch an den Nagel? Oder sagst du, nee, ich habe jetzt einfach Bock auf den Sport, egal wo die Reise hinführt? Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe. Also das ist ja auch so wie jedes Unternehmen oder jeder will maximalen Gewinn. Und der maximale Gewinn wäre in diesem Fall die UFC, aber man darf ja auch den Weg dahin nicht vergessen. Und auch, dass auch jeder Zwischenstopp so ein bisschen Spaß macht. Und dafür muss ich ehrlich sagen, um die Handschuhe komplett an den Nagel zu hängen,
macht mir einfach Kampfsport viel zu sehr Spaß. Ich kenne auch immer wieder Leute, wo zum Beispiel irgendwie Anderson Silva dann wieder zurückgetreten ist oder nicht gekämpft hat, dann wieder doch gekämpft hat, dann nicht. Ich kann diesen Mann so gut verstehen, der liebt einfach den Sport, der macht es nicht, weil er irgendwie Leistung abrufen will oder nochmal beweisen will, dass er der Beste ist. Nein, der liebt diesen Sport, der liebt dieses Gefühl im Käfig, der liebt zu kämpfen und deswegen will er halt noch kämpfen. Und das ist genau das Gleiche, wird auch bei mir sein. Das ist mir egal, ob ich irgendwann mehr Niederlagen habe als Siege oder sonst was. Klar ist mein Ziel, in die UFC zu kommen, aber ich werde Kampfsport immer lieben. So, das ist egal, wie hart Kampfsport es mir war, ich werde es immer lieben. Und solange ich kämpfen kann, werde ich immer kämpfen. So, weil mir das einfach viel zu sehr Spaß macht. Und gleichzeitig, ich bin jetzt mal ein bisschen kritisch, weil ich dich mag. Ja? Gleichzeitig ist es ja so, du hast es eingangs angesprochen, du hast ja andere Optionen. Ja. Das heißt, nicht diese klassische Boxer-Story aus der Hood, es gibt nur Boxen und am besten, wenn das nicht klappt, dann so. Also. Sondern du hast andere Optionen und du zahlst einen Preis dafür, dass du im Prinzip alles auf die Karte MMA setzt. Ja. Und dieser Preis wird höher, je älter du wirst. Weil du natürlich auch die Zeit, die du mit dem MMA verbringst, nicht damit verbringst, dir irgendwo eine andere Karriere aufzubauen und so. Und auch da ist es natürlich so, verlierst du jetzt die nächsten x Kämpfe, kommt bestimmt irgendwann mal der Tag, wo man sagt, ich muss jetzt meinen Fokus aufteilen. Nicht, ja. Du hast eben gesagt, ich werde immer kämpfen, ja. Ich werde immer mit im Herzen Kämpfer sein und glaub mir, ich fühle genau, dich da zu 100%. Und gleichzeitig kommt irgendwann der Tag, wo, wenn der Erfolg, so wie du es dir wünschst, ausbleibst, du auch die Aufmerksamkeit aufteilen müsstest. Ist das was, wovor du Respekt hast? Ist das was, worüber du nachdenkst? Oder beschäftigt dich das gerade überhaupt noch? Also momentan gar nicht. Ich habe da auch immer ein, zwei Kunden, halt, die mich auch schon so, da bin ich auch echt dankbar, in die Richtung auch lenken wollen so schon und sagen, hey, mach das jetzt schon so ein bisschen nebenbei. Aber ich muss sagen, ich habe noch auch gar nicht so wirklich Zeit dafür, weil ich einfach so in das involviert bin und auch das so sehr möchte. So, das wird bestimmt der Tag irgendwann kommen, weil mit 40 kann man halt nicht leider nicht mehr kämpfen. Oder sollte man nicht, Olejnik und so machen es ja voll, man kann es trotzdem. Aber ich glaube, es ist nicht gut und deswegen, der Tag wird hundertprozentig kommen, aber auf jeden Fall nicht jetzt. Aber da wollte ich sowieso dich fragen, Andreas, juckst du nicht auch manchmal in den Händen? Irgendwie, dass du nochmal das Gefühl bekommst, dass du Bock hast? Jedes Mal. Ja? Also, ja, okay. Also tatsächlich sind die Events, die ich aus dem Studio kommentiere, einfacher für mich. Aber bei so einem Event zu sein und dieses, was du schon sagst, man kommt in die Halle und man merkt dieses Adrenalin und man riecht diese Dinge, die Handschuhe und das Ganze außenrum. Genau, Leder und ja, ja. Und das ist schon was, wo ich jedes Mal denke, so. Und ich habe auch bis vor einem Jahr, zwei, aus irgendeinem verrückten Grund, immer mein Fight-Kit dabei gehabt, meinen Mundschutz, meinen Teamschutz. Ich dachte, wer weiß, vielleicht in irgendeinem verrückten Turn of Events sagt einer, ich, ne, und dann fange ich wieder an. aber ich muss mir eingestehen, also ich bin schon über 40. Es ist mit Sicherheit nicht die schlauste Idee, jetzt nochmal zurückzukommen, aber Bock hätte ich ohne Ende. Ja, verstehe ich. Und so werde ich mich auch fühlen, für immer. Das wird für immer so bleiben. Und dann wird halt ja Vernunft gegen Verstand halt die ganze Zeit ankämpfen müssen und hoffentlich gewinnt bei mir auch Verstand. Aber wenn, also gegen Dinge. Wenn das so ist, und das ist ja das, was all diese großen Kämpfer ja auch sagen, dass man das einfach fühlt und dass man das in sich hat und so, und wenn du das so beschreibst, wie tief muss denn dann dieses Tief gewesen sein nach diesem Koga-Kampf, wenn du sagst, ich habe mich gefragt, wozu mache ich die Scheiße denn überhaupt? Weil das klang ja dann schon so, als ob du kurz davor warst zu sagen, komm. Ja, das war vielleicht auch genau halt wegen den Optionen, sag ich mal. Ich habe ja gute Optionen, die ich machen könnte. Und dann fragt man sich halt, sobald das eine halt so in die Hose geht, weil es war wirklich für mich keine Performance. So. Keine Performance. Hart getroffen wurden, innerlich schon halber aufgegeben, so. Ich konnte auch gar nicht, es ging gar nicht mehr so. Das war nicht aufgegeben, aber es ging einfach körperlich nicht mehr. So, ich erinnere mich noch nicht mal an die zweite Runde. Ich habe eigentlich gedacht, das war direkt in 30 Sekunden oder so zu Ende. Und dann habe ich erst mitbekommen, dass es erst 4 Minuten 50 oder sowas ging. Dann habe ich mir gedacht, hey, was habe ich da 4 Minuten lang gemacht? Also hätte ich da Saltos gemacht und irgendwelche Tänzchen, ich würde mich gerade gar nicht mehr daran erinnern, an nichts. Weil die erste Runde, das Ende hat mich schon so rausgenommen, dass ich, und das ist dann schon ein tiefer Fall irgendwie und das tut dann weh und dann geht der Mensch halt gleich, hey, also man kriegt gleich einen Hass darauf und sagt, guck mal, ich könnte auch das machen. So, und dann geht man gleich auf das da, aber hat sich relativ schnell eigentlich wieder gelegt.
wenn ich dir zuhöre, nur von außen, dann hört sich das für mich an, als wärst du ein Mensch, der sich sehr wenig zugesteht. Im Training sehr wenig Pausen, sehr wenige Ausnahmen bei der Nahrungsaufnahme, 100%. Sehr wenige Regenerationszeit. Und das für dich auch sehr, sehr gut funktioniert hat über lange Strecken. Und gleichzeitig du da aber mit der Dosierung was hattest. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du dir, genauso wie du dir Pausen und Burger und so verboten hast, dass du dir auch verboten hast, gedanklich überhaupt zu erwägen, wie es wäre, die Handschuhe an den Nagel zu hängen. Ja. Und vielleicht war das ja auch eine Art, das ist, ich mutmaße jetzt, das ist ein bisschen wie Topfschlagen, ja. Vielleicht war es auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag nach dieser derben Niederlage, mal sich einfach auf den Gedanken einzulassen und zu sagen, was wäre denn eigentlich, wenn ich auf diese ganze Sache scheiße? Gut sein, ja. Und auf diesem Gedanken dann die Erfahrung mit der UFC, weil ich glaube, dass es das braucht und das kann ich auch aus meiner eigenen, wenn du die Karriere sagen, wenn du die ganze Zeit immer nur funktionieren musst, weil du es auch willst und dir gar nicht erlauben kannst, drüber nachzudenken, so, was ist, wenn nicht, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du es nicht mehr liebst, wo du keinen Bock mehr hast, ins Sparring zu gehen. Yes, und wegzugehen und sich zu erlauben, dann kann man auch wieder zurückkommen. Und dann kann man sich auch wieder neu verlieben. Ich habe das Gefühl, ich habe einen neu verliebten Mert hier sitzen. Definitiv. Und das sind gute Nachrichten aus meiner Sicht. Man sagt, da gibt es doch irgendwie so ein lass seinen Vogel frei und wenn er zurückkommt. Das geht so in die Richtung, ja. Ja, aber das Gefühl hat man wirklich. Aber das habe ich auch bei anderen, also ich habe das jetzt echt richtig gut bei Dennis beobachtet. Mhm. Ich weiß, er ist auch wirklich diese Einstellung von Mensch, die denkt, wenn ich mehr gequält werde, dann würde ich wahrscheinlicher gewinnen. Und da war es echt so, am Abend vorm Gewicht machen, also Freitag ist ja die Waage, wir gehen Freitag in die Wanne, an dem Donnerstag noch, bei der UFC ist es so, man kriegt die Mahlzeiten schon auf dein Körpergewicht, kalorienmäßig, ohne Sodium, also ohne Salz und alles, kriegt man schon alles vorgefertigt und er gibt dir nur eine Tüte und sagt, hey, das kannst du heute essen. Ob du alles auf einem Stück isst oder dir über Tag verteilst, das darfst du essen und sollst du essen. So, und dann war Dennis wirklich so am Abend, er sitzt da, schaut sich so seine Eier mit bisschen Avocado an und sagt so, ah, ich glaube, ich verzichte lieber drauf. Dann sage ich so, warum verzichtest du drauf? Er hat doch gesagt, du kannst es essen, das würde dich keiner... Ja, ich weiß nicht. Irgendwie macht es für mich nicht so Sinn, das zu essen. Ich sage so, hast du Hunger? Er so, ja schon. Ich so, ja, dann ess es auf. Also da mussten wir da diskutieren, dass er echt diese Handvoll Eier mit 3 Avocado-Streifen isst. Einfach nur, weil er sich halt mehr quälen möchte, weil er dann denkt, dass er dadurch eher gewinnen wird. Genau. Mehr Leistung abliefert. Wobei das ja eher gegenteilig ist. Wenn er da nicht isst, ist er beim Gewichtmachen total platt schon, weil er gar nichts im Magen hat und so weiter. Also das habe ich dann auch wirklich, als ich das so beobachtet habe, habe ich mir gedacht, ich rede mit mir selber. Und das bin ich da gerade, der sagt, nee, das esse ich jetzt nicht einfach nur, damit ich hart bleibe. Manchmal so. Gut, in den Spiegel zu gucken. Das ist wirklich gut, ja. Sollte ich öfter machen. Dann hoffe ich mal, dass du damit so eine Art neuen Trend lostrittst. Weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass dieses Gefühl, man müsse sich selbst über die Maßen quälen, um am Ende es an die Spitze zu schaffen, langsam überhand nimmt. Also ich glaube, dass MMA natürlich ein Sport ist, bei dem du extrem diszipliniert sein musst, sonst wird es nichts. Also wenn du jetzt jedes Wochenende Burger nur isst und nur saufen gehst oder was ich dann oder aufs Training verzichtest oder so, dann wird es natürlich nichts. Ne? Aber wie du vorhin schon gesagt hast, ne, dass die Dosis macht das Gift und es braucht ein gesundes Maß. Und ich glaube, dass es nicht schaden kann, wenn einige das auch einsehen. Man muss halt auch bei MMA sagen, das ist ja so ein breit gefächerter Sport. Also da sind so viel Bewegungsmuster drin, du musst viel trainieren. Aber es macht halt, ich sage einmal A, irgendwann, wenn du deine 15 Jahre, sag ich mal, auf dem Buckel hast, wo du schon trainiert hast, dann wirst du auch nichts Neues mehr lernen. Dann trainierst du eher so ein bisschen scharf zu bleiben und eher Attribute wie körperliche Fitness oder die Einstellung an sich zum Kampf. Aber genau, an so einem Punkt bin ich ja jetzt irgendwann. So, dass ich wirklich schon seit 12, 13 Jahren mache. Das heißt, ich muss ja auch theoretisch keine 20 Einheiten mehr machen, dass ich das Ringen alle Techniken lerne, das BJJ alle Techniken lerne, sondern die habe ich ja mehr oder weniger drauf. Sondern bei mir zählt eigentlich jetzt noch ein bisschen darauf, fit zu sein, scharf zu bleiben, zu sehen, eher mehr Gefühl zu bekommen und halt im Kampf das umzusetzen. Und den Kopf straight zu haben. Genau. Wir wollten ja heute ursprünglich dich hier an den Tisch setzen, hier wo der Kollege Kanutakis gerade sitzt, sollte der Gegner Pantelej Taran sitzen, der hat es heute leider nicht hierher geschafft, deswegen versuche ich jetzt hier so ein bisschen noch einen halben Black Table irgendwie draus zu machen, bevor wir den Sack hier irgendwie zumachen, vielleicht hast du ja noch irgendwas loszuwerden an Panti, der heute nicht hier war, der dich aber erwarten wird am 29.07. Also ich meine, der Arzt sich ja entschuldigt auch, warum, der Grund ist für mich komplett nachvollziehbar.
Und deswegen habe ich da nichts Böses getan. Hau, ab, Alter. Hau doch einfach nur ab. Nein, komm, es ist... Wo ist er denn? Wo ist Ibelberg? Wo ist Ibelberg? Am Tisch ist er nicht da. Den kannst du im Käfig sehen. Nein, okay. ich kann nachvollziehen, warum... Das wäre für mich in dem Fall ganz ehrlich auch wichtiger. So, kann ich sagen. Aber er soll sich trotzdem gut vorbereiten auf den 29.07. Da werde ich ihm auf jeden Fall nichts schenken. Genauso wie er mir da nichts schenken wird. Und es wird eine geile, geile Fetzerei. Man muss dazu sagen, Pantelej ist beim Geburtstag seiner Tochter. Jeder Familienmensch, jeder Papa oder generell jeder mit ein bisschen Verstand kann verstehen, dass das tatsächlich vorgeht. Ich bin natürlich bei dir, aber trotzdem ist es mein Job, hier ein bisschen zu sticheln. Ich habe nichts mehr. Gespürt. Nein, ich auch nicht. Ich bin happy mit dem, was ich gehört habe. So, da freue ich mich wirklich drüber. Erstmal, dass wir überhaupt die Chance hatten, nochmal miteinander zu sprechen, ein bisschen länger. Und zweitens, weil ich auch wirklich den Eindruck habe, da ist so ein neuer Schub, neuer Frühling. Und freue mich deswegen noch mehr auf den Kampf. Aber ein gutes Ding. Das wird es mit Sicherheit. Das haben wir heute schon mehrfach gesagt hier. Wir haben schon einen längeren Drehtag hinter uns. Das wird ein richtig guter Kampf. Zwei der besten Federgewichte Deutschlands, wenn nicht Europas, treffen aufeinander am 29.07. auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg. NFC Fight Night in Zusammenarbeit mit The Cage. Tickets gibt es unter fighting.de/tickets. Easy Mert, letzte Worte, dann bitte. Also ich würde mich gerne einfach nochmal bei meinen Sponsoren bedanken, bei C-Rock und bei Kreuzers, dass sie mich wirklich auch gut über diese Trainingsphasen halt unterstützen, sei es mit Equipment, mit Essen, was auch immer. Vielen Dank dafür und auch danke an jeden Fan, der trotzdem nicht den Glauben an mich verloren hat und mich trotzdem pusht. Vielen Dank. Mert, vielen Dank an dich, dass du heute hier warst. Dankeschön. Euch danke. Vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein. Bleibt cremig. Ja.